Frauen, Liebe und Leben nimmt unter den Liedzyklen eine Sonderstellung ein. Hier wird die Liebesgeschichte aus der Sicht einer Frau erzählt. Die 8 Gedichte von Adalbert von Chamisso bilden einen echten Lebensbogen. Eine junge Frau gibt sich völlig selbstvergessen ihrer Verliebtheit hin, diese Gefühle werden erwidert und sie schwelgt dann geradezu in einem Glücksrausch von Verlobung, Ehe, Mutterschaft. Dieses Glück findet aber dann ein jähes Ende, als der geliebte Mensch stirbt. Wenn man nun diesen Zyklus betrachtet und diese Texte liest, dann kann man meinen, dass das ein veraltetes Rollenbild ist. Das, was mich jetzt interessiert, ist, wie Patricia Nolz dieses Rollenbild sieht, wie sie diese Gefühle interpretiert, wie sie darüber denkt und wie sie das empfindet.